Lukas, warum haut es bei diesem kleinen Wörtchen bedingungslos so dermaßen die Sicherungen raus? Bei wem haut es die Sicherungen raus? Ja, zum Beispiel bei dir, bei den Gegnern. Weil, dass jeder ein Einkommen zum Leben braucht, das ist ja jedem bewusst. Und warum ist es so ein großes Problem, dieses Minimum-Einkommen bedingungslos zu machen? Ja, also erstens ja, dass jeder ein Einkommen zum Leben braucht, das ist klar. Aber es ist nirgends gesagt, dass dieses Einkommen eben irgendwie bedingungslos vom Staat, sprich von seinen Mitmenschen, garantiert werden muss. Also letztlich der Staat, das ist ja immer die Allgemeinheit. Und das Grundeinkommen, das will jetzt einfach, dass die Allgemeinheit für meine Existenzsicherung aufkommen will. Und das ist nicht die Frage, ob das ein Problem, ob das problematisch ist, dass das so sein soll oder nicht, sondern es ist die Frage, ob man das will. Ich persönlich bin nicht die Meinung, dass die Allgemeinheit aufkommen soll für die Sicherung meiner Existenz. Ja, du hast einen Aufsatz geschrieben, Einkommen ohne Grund. Ja. Wer gibt deiner Meinung nach den Grund oder die Berechtigung für das Einkommen? Also Entschuldigung, die Frage ist mir jetzt wieder zu philosophisch. Jetzt aber nochmal von vorne. Ich bin in Zürich und treffe Lukas Rüli. Er ist Projektleiter bei Avenir Suisse und hat sich öffentlich gegen das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen. Das finde ich interessant. Wie ist dein Idealbild von Arbeit? Wie sieht das aus? Ja, das wäre sicher etwas, in dem ich mich verwirklichen kann, also von dem ich weiß, dass es mich wirklich persönlich interessiert, weil ich glaube, langfristig kann ein Mensch auch nur gut in etwas sein, dass das ihn wirklich genuin interessiert. Das ist zweitens natürlich eben die Forderung, dass ich auch gewisse Verantwortung und Gestaltungsfreiheit habe in meiner Arbeit. Und wenn du das jetzt abstrahieren müsstest, also sagen wir mal einen Artikel verfassen über das Thema, das Idealbild von Arbeit, was würdest du dann sagen? Ja, es geht letztlich natürlich in die gleiche Richtung, aber es ist völlig klar, dass dieses Idealbild für viele Menschen wahrscheinlich Utopie bleibt, weil sie von der Bildung her nicht die Qualifikation mitbringen, um wirklich dieser absolut selbsterfüllenden Tätigkeit nachzugehen, wobei man darf das nicht unterschätzen. Ziemlich viele Tätigkeiten können selbsterfüllend sein und können im sozialen Umgang mit anderen Menschen können einen befriedigen, auch wenn es jetzt vordergründig irgendwie nach Fließbandarbeit aussieht. Mhm. Wie wichtig ist für dich das Einkommen? Steht das an erster Stelle? Das Einkommen ist so lange unwichtig, solange man eines hat. Also solange man genug, beziehungsweise das Geld im Allgemeinen, ist dann unwichtig, wenn man es hat, und es wird dann wichtig, wenn man es nicht hat. Also solange ich eine Arbeit habe, bei der ich genügend verdiene, um einen normalen Lebensunterhalt problemlos zu finanzieren, ist mir das dann eigentlich relativ unwichtig, ob ich noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger habe. Beziehungsweise dann sind andere Aspekte des Berufes sicher im Vordergrund. Was regt dich wirklich auf an diesen Argumenten der Befürworter? Wo wirst du rot? Also ich sehe, du wirst jetzt schon ein bisschen rot im Gesicht. Kannst du da mal richtig loslegen? Also was mich wirklich aufregt, das kann ich ehrlich sagen, das ist, was nochmal von vorne? Du kannst keine Emotionen unterbrechen, Alice. Ich finde die Idee von Grund her völlig fehlgeleitet. Und was mich aber am meisten wirklich stört, ist ehrlich gesagt die Kommunikation der Befürworter. Ja? Es wird ständig die Sache in einen extrem philosophischen Kontext gesetzt. Mit großen Worten wird da um sich geworfen, wenn Freiheit keine Angst mehr macht und so weiter. Ja. Und es wird damit ständig suggeriert, dass Leute, die diese Idee nicht gut finden, dass sie irgendwie entweder nicht den Mut haben, so weit zu denken, oder nicht fähig sind, so weit zu denken. Und das finde ich wirklich ärgerlich. Es muss ja eine Legitimierung dafür geben im Bewusstsein der Menschen, dass sie es für richtig finden, dass jemand dafür Geld bekommt. Bei dem Grundeinkommen, das jetzt einfach bedingungslos vom Staat aus bezahlt werden soll, wird diese Legitimierung nicht gesehen. Genau. Wo ist dort der springende Punkt?
zwischen Berechtigung und Nichtberechtigung? Ja, der springende Punkt ist genau eigentlich in der Aufgabe der Forderung, dass sich ein Mensch, wenn er denn irgendwie kann, selber dafür einsetzen kann, dass er sein Leben finanziert. Ja. Du hast es gut gesagt mit dieser Legitimierung. Ja. Das Grundeinkommen sagt eigentlich, jeder ist legitimiert, 2.500 Franken Einkommen zu erzielen, unabhängig davon, ob er bereit ist, irgendwie sich selber dafür anzustrengen. Und wer beurteilt, ob jemand sich anstrengt oder nicht? Ja gut, dass im Moment versuchen das die heutigen Sozialversicherungsbehörden zu machen. Klar, das ist immer mit Schwierigkeiten verbunden. Ich sage nicht, dass das jetzige System irgendwie optimal ist, aber man versucht zumindest irgendwie zu unterscheiden, wer strengt sich an, wer versucht es und wer will gar nicht. Und ich finde den Versuch dieser Unterscheidung, den finde ich sehr wichtig in der heutigen Gesellschaft. Ja, und was spricht dagegen, diese Legitimierung jedem Einzelnen jetzt zuzusprechen? Vor allem in der Schweiz hat man ja ein Gefühl dafür, wie bedeutsam der Einzelne ist, wie bedeutsam die Entscheidungsgewalt ist, wie bedeutsam die Stimme ist. Was spricht dagegen, zu sagen, das kann doch jeder für sich entscheiden? Es kann schon jetzt absolut jeder Mensch selber entscheiden, was er tun will. Neu ist einzig die Sache, dass ein Mensch, der jetzt entscheidet, dass er nichts tut, obwohl er eigentlich könnte, dass er dann trotzdem diese 2.500 Franken kriegt. Und ich finde einfach, das ist eigentlich ein unmoralisches Konzept, ja, weil ich es gerade unter dem Aspekt der Gerechtigkeit sinnvoll finde, wenn man denen hilft, die sich selber nicht helfen können, und wenn man aber von denen, die sich helfen können, wenn man von denen fordert, dass sie sich wirklich auch selber um ihr Leben kümmern. Du hast genau die gleiche Idee. Du denkst, wenn du nur lange genügend bist, dann ist es.